Trekking, Bergsteigen, Klettern, Reisen, Gleitschirmfliegen. Erika Dürr aus Rettenberg im Allgäu hat ihre Erlebnisse, Erfahrungen und Gefühle zwischen Himmel und Erde zu ihrem Beruf gemacht. Die Publizistin und Podcasterin erzählt davon auf ihrer Website und in den Social Media. Und das nicht nur in Wort und Bild, sondern auch mit Zeichenstift und Pinsel. Ich fotografiere total gerne, aber die Vorstellung, dass man auch Momente festhalten kann, wo man keine Kamera dabei hat oder wo man sogar nicht mal ein technisches Gerät mitnehmen muss, die fand ich so cool. Und mit jedem einzelnen Bild, das ich male, lerne ich total viel. Als Erika 2010 anfing, als Frau über die Faszination fürs Klettern und Bergsteigen und die dazugehörigen Gefühle wie Überwindung oder Stolz zu bloggen, war das in der Alpinistenwelt ungewöhnlich. Selbstständig ist sie seit 2016. Für mich war das Bergsteigen nie eine Sache der Leistung. Das war nie, dass ich irgendwie eine besonders schwere Tour oder sowas gesucht habe, sondern ich habe immer nach besonders schönen Bergen eigentlich geschaut. Berge sind für mich unweigerlich verbunden mit guten Menschen. Und dass man da alle Emotionen durchlebt und die teilt und am Ende dann zusammen wieder im Tal ankommt und ein gemeinsames Erlebnis hatte. Und all das in den Alpen wie in fernen Ländern. Im Sommer 2020 jedoch wird Erikas Leben am Schreckhorn im Berner Oberland in seinen Grundfesten erschüttert. Seit dem Tag, als meine beste Tourenpartnerin vor meinen Augen abgestürzt ist, hat sich eigentlich alles verändert. Ich meine, die war mein Partner in Crime für jede Quatschidee, für jeden größten Hatsch, für jede Skitour, für jedes, hey, lass uns morgen um 2 nachts aufstehen, weil Sonnenaufgang ist schon um 5 und wir wollen am Gipfel sein und so. Und das ist diese Leere, die ist ziemlich schwer zu akzeptieren und ich merke jetzt im Nachhinein, wie sehr ich verbissen auch heute noch suche, nach dieser Freude von damals. Erika hat eine schwierige Zeit und eine Phase des Rückzugs durchlebt, bevor sie sich wieder auf ihren Weg gemacht hat. Mit dem Wunsch nach Neuem als bleibendem Antrieb. Dabei spielt inzwischen auch die Musik eine Rolle, in Form eines nicht ganz alltäglichen Instruments, der Handpan. Die liegt immer irgendwo rum und dann nehme ich sie für ein paar Minuten. Und jetzt inzwischen kann ich einfach so Stücke spielen, die mich selber auch berühren, wo ich auch merke, dass es andere Leute berührt. Und je freier man im Kopf ist, desto schöner und freier wird dann auch die Musik. Erfahrungen, die ähnlich auch für die Podcasts gelten, auf die Erika seit 2019 ihr Hauptaugenmerk richtet. Und für die sie ein rollendes Studio hat. Ein Bus. In dem aber natürlich auch alles Platz findet, was es fürs Outdoor-Leben braucht. Der Anspruch an meinen Podcast ist ja eigentlich, dass ich möglichst ruhig mit meinen Gästen sprechen kann. Und da war es dann relativ schnell klar, dass das nicht in deren Wohnzimmer passiert, weil ich mich da nicht ganz wohlfühle und ich auch nicht in die Privatsphäre von den Leuten so eindringen will. Und ich war ja eh mit irgendwas dorthin. Und dann dachte ich, ja, es macht ja eigentlich total Sinn, wenn ich einfach mein Studio mitbringe. Und so kam es zu Erikas Idee, sich einen Kastenwagen anzuschaffen. Und dann war er dann da, mitten im Winter. Und dann habe ich im übelsten Schneetreiben in 21 Tagen den Bus hier komplett alleine ausgebaut. Angefangen hat Erika ihre Podcast-Serie mit ihrem Mann, der neben seinem Beruf als Informatiker ebenfalls erfahrener Bergsteiger ist. Mittlerweile zählen auch so illustre Bergsteigernamen wie die Hurberburm, Alex von Melle oder Hans Kammerlander zu Erikas Gesprächspartnern. Ich spiele in diesem Podcast keine Rolle. Ich will nichts von mir erzählen. Ich will einfach nur zuhören und den anderen den Raum geben, auch mal was zu Ende zu denken oder auch mal Emotionen zu zeigen. Ich meine, hier haben schon viele Leute geweint und auch viele Leute gelacht. Natürlich hat Erika daheim auch ein Büro. Noch auf ihre Schulzeit zurück geht der Spitzname Ulikunde, unter dem sie mit ihrer Website firmiert. Dort bietet sie auch mehrere ihrer kleinen Kunstwerke zum Kauf an. Und die Social Media? Auf Instagram folgen mir ein bisschen mehr als 11.000 Leute.
Ja, ich natürlich kann ich das jetzt relativieren, weil ich kann sagen, ja, hätte ich halt mal, wie das Instagram halt fordert, dass man irgendwie drei Bilder am Tag postet und dass man die Storys so und so macht und jetzt inzwischen muss man ja Videos machen und ich habe das halt nie mitgemacht. Ich meine, es gibt genug andere, auch Frauen aus der Bergsport-Community, die viel später als ich zu Instagram kamen und die jetzt irgendwie 50, 60, 70, 100.000 Follower haben, einfach weil sie das auch viel schöner betreiben. Aber ich zeige mich halt nicht so gerne auf Instagram und ich mache unheimlich ungern Selfies und ich trage eigentlich auch ganz gerne Klamotten und deswegen bin ich da vielleicht nicht ganz so groß, wie andere geworden sind. Ja, aber es ist okay. Erika Dörr ist eine Frau, die weiß, was sie möchte. Oft auch sehr spontan. Zum ersten Jahrestag von Lenas Absturz bin ich total spontan nach Grindelwald gefahren, vom Bodensee aus, mit meinem alten Mountainbike und vollkommen ohne Plan, ohne Reparaturzeug, ohne alles. Aber es war so cool. Und ja, ich habe mir natürlich dann, wie immer, bin ich wieder eskaliert und habe mir gleich ein Gravelbike gekauft, mit dem man halt auch Reisen machen kann. Und ich komme ursprünglich vom Trekken. Und das ist eigentlich eine richtig coole Kombination, dass man ein bisschen schneller vorankommt, das Zeug aber nicht selber tragen muss und trotzdem so reisend ist. Ihre Wege zwischen Himmel und Erde, zwischen Licht und Schatten, legt Erika also auch mit dem Rad zurück. Meine Radreise in Schottland, das war der letzte Punkt meiner Reisewunschliste aus Studienzeiten. Und natürlich fallen mir jetzt noch andere Dinge ein, die man machen könnte. Aber ich habe so exzessiv gelebt die letzten 10 Jahre, dass ich werde mich nicht beklagen, wenn jetzt irgendwas schief geht oder wenn es mich jetzt hart trifft. Ich bin einfach unendlich dankbar für das, was ich jetzt erleben durfte. Mal schauen, was kommt. Am Ende fahre ich um die Welt. Um die Welt zu kennen, heißt es manchmal, muss man aber nicht immer weit reisen. Auch im eigenen Inneren gibt es Ressourcen, die eine Welt eröffnen können. Ich treffe so viele Menschen und vor allem aber auch so viele Frauen, die meinen, sie können was nicht. Wenn du meinst, dass du es nicht kannst, probier es erstmal aus. Und zwar in einem behutsamen, defensiven Rahmen. Du musst jetzt nicht irgendwie sofort irgendwie von 0 auf 100, aber probier es vorsichtig aus. Und dieses Gefühl von, ich dachte, ich kann das nicht und jetzt habe ich es gemacht, das ist genial. Und das würde ich gerne allen, die mir irgendwie schreiben oder die mir irgendwo folgen, das würde ich ihnen gerne vermitteln. Ja. Ich denke, Leben ist die Suche nach Freude. Also gar nicht nach Zahlen oder nach irgendwie Leistung oder irgendwas, um sich zu profilieren. Auf der anderen Seite ist auch nicht immer nur alles Freude und wir dürfen es nicht ausblenden, dass Sachen passieren können oder dass wir auch mal traurig sind. Ich finde auch, wenn man mal traurig ist, dann ist das voll in Ordnung. Ich bin total oft traurig, weil ich glaube, ich auch einfach alles relativ intensiv erlebe. Dieses Sammelsurium an Emotionen und das einfach akzeptieren, dass alles so ist und auch andere Leute so sein zu lassen, wenn sie jetzt gerade in einer Emotion sind, das ist für mich Leben, ja. Freude und Gelassenheit vielleicht.